Hier eine Aufgabe zum Thema Minimalkostenkombination. Für die Herstellung von 100 Kilogramm eines Rohstoffes sind folgende Mengenkombinationen von Produktionsfaktoren möglich. Es ist möglich, den Produktionsfaktor A mit 3 und den Produktionsfaktor B mit 10 Einheiten auszuwählen, um die 100 Kilogramm zu produzieren. Der Produktionsfaktor A könnte Arbeit sein und der Produktionsfaktor B könnte Maschinen sein. Eine weitere Kombination ist 4, 7, 5, 5, 6, 4, 10, 3. Die Frage A, welche Kombination soll unter Kostengesichtspunkten gewählt werden? Und bei B, sinkt der eine Preis und steigt der andere Preis? Wer die Aufgabe lösen möchte, kann das jetzt tun und das Video anhalten. Für alle anderen komme ich nun zur Lösung. Welche Kombination soll unter Kostengesichtspunkten gewählt werden? Ich gehe her und sage, Produktionsfaktor A brauche ich 3 mal, also 3 mal 20. Plus Produktionsfaktor B brauche ich 10 mal, also 10 mal die 30 Euro pro Einheit, die mich der Produktionsfaktor kostet, und somit erhalte ich 360 Euro. Das mache ich für jede Kombination und dann sehe ich, dass ich bei der Kombination Produktionsfaktor A 6 und Produktionsfaktor B 4 die Minimalkostenkombination mit 240 Euro erhalte. Bei B muss ich mir zuerst die neuen Preise pro Einheit berechnen. Produktionsfaktor A sinkt um 60%, das bedeutet von 20 Euro auf 8 Euro. Und Produktionsfaktor B steigt um 20%, das bedeutet von 30 Euro je Einheit auf 36 Euro je Einheit. Und dann gehe ich wieder her und nehme meine Kombinationen 3 mal 8. Plus 10 mal 36 ist gleich 384. Das gleiche 4 mal 8 plus 7 mal 36 ist gleich 284. Und in diesem Fall bekomme ich die Minimalkostenkombination mit Produktionsfaktor A 10 und Produktionsfaktor B 3 insgesamt 188 Euro an Kosten.